Hallo und herzlich willkommen zurück zu Smallland. Schön, dass ihr wieder da seid. So, wir haben uns gerade mit dem heißen Luftballon hinabgestürzt in die Tiefe. Und wir wollen heute zum einen die Seejungfer holen. Das wäre mir ganz wichtig. Und ich habe mir auch mal diese Hakenkanone gemacht. Ein Hilfsmittel, mit dem du nicht ganz ohne Risiko durch die Welt kommst. Sei vorsichtig. Ich bin super gespannt, wie das Ding funktioniert. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich habe es auch schon ausgerüstet, ne? Ja, ich verstehe aber ehrlicherweise wirklich noch nicht. Echt jetzt? Ey, liebe Ameisen. Das ist der falsche Zeitpunkt. Ich bin in einer Testphase für die Hakenkanone und dann sowas. Ah, wir müssen mal gucken. Ach du Schande, guck dir das mal an. Man kann sich wie Tarzan durch die Gegend schwingen. Ist das cool, oder? Warte mal. Wenn wir da rüber wollten. Er kann's. Ach du Schande, wie geil ist denn das Ding, bitte? Warte mal, wenn ich... Oh, ich muss jetzt aufpassen, wo ich mich hinschwinge. Ach nee, ist das Ding cool. Ich habe uns mal tatsächlich 100 von den Haken gemacht. Ich dachte, wir probieren es aber mal ein bisschen aus. So, wir wollen eine Seejungfer, wollen wir zähmen. Jetzt ist nur die Frage, womit soll ich die denn pullen, frage ich mich. Weil ich sag's mal so, unsere Waffen sind schon relativ stark. Und ich habe leider das Gefühl, warte mal, liebe Seejungfer, ich glaube nämlich, wenn ihr mit dem Bogen drauf schießt, dann geht sie down, oder? Ich glaube, dann geht sie down. Darüber hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen. Hab ich irgendwas dabei, was nicht so arg Damage macht? Kann ich vielleicht auch mit der... Komm mal her. Oh ja, guck mal. Jetzt habe ich sie angeditscht. Jetzt müsste sie mir ja eigentlich folgen, oder? Ah ja, wunderbar. Komm her. Ich muss mal gerade einen Verband nehmen, Mensch. Okay, wir brauchen doch eine andere Waffe. Ah, jetzt. Jetzt müssten wir sie kriegen. So, jetzt müsste ich sie eigentlich gezähmt haben. Hallo? Kannst du mal aufhören, gegen den Käfer hier zu kämpfen? Och, Leute. Leute. Ist jetzt nicht wahr. Ist das Ding cool, oder? Oh nein, die ist ja schon fast down. Warte mal, haben wir was zu futtern? Ist sie auch sowas? Ach ja, guck mal. Ah, nice. Sie haut sich das gleich rein, das Zeug. Ah, komm. Da schon mal. Nee. Ich weiß nur nicht, wie zum Teufel Blocken ausweichen. Wie fliegt man denn mit der hoch? Ach so. Mit der Leertaste. Nee, wie gut. Guck mal. Ach, die hat auch... Da muss man aufpassen. Nee, wie geil. Guck mal. Nein, 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 nein. Was? Wieso ist sie denn abgestürzt? So, nach dem großen Schock bin ich wieder da.
Ich habe meinen Grabstein auch schon geholt. Und ja, wir haben auch wieder einen Seejungfer-Leckerei im Sack. Ich würde sagen, wir machen den ganzen Spaß hier nochmal. Wir müssen nur mal gucken, dass wir hier rüberkommen, ohne vielleicht zu ertrinken. Vielleicht kann ich ja auch einmal auf sie mit dem Bogen schießen. Ich muss das mal probieren. Weil es wäre mir eigentlich ganz recht, wenn ich dann nicht unbedingt hinlaufen müsste. Oder, das heißt hinlaufen, sie da irgendwie in der Luft versuchen zu kriegen. Oh, daneben. Oh, daneben. Na, daneben. Sag mal. Habe ich sie jetzt erwischt? Da stand 29. Was habe ich denn getroffen? Nein! Es ist heute mein Tag. Es ist heute einfach mein Tag. Wir sind wieder am Ort des Geschehens. Allerdings sehe ich... Ach doch, da ist die Seejungfer. Ich habe jetzt extra meine Holzkeule dabei. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Wir wollen hier mit der Jungfer rumfliegen. Mist, ich sag's euch, die ist ganz schön dünnhäutig. Also in Form von, die hält wenig aus, ne? Ui. So, jetzt haben wir sie mal angeditscht. Jetzt müsste sie uns ja zumindest mal hier folgen. So, komm mal her. Komm, ich will dir ein paar auf die Nuss hauen. Aber nur so viel wie muss. Komm, komm. Oh, jetzt können wir sie. Jetzt können wir sie. Ich glaube, wir haben sie. Ich glaube, wir haben sie. Ja, wir haben sie. Okay, das Ding ist, man muss echt aufpassen, weil sobald du aufsteigst, guck mal. Alter Falter. Okay, das Ding ist nicht ganz ohne. Wir sind wahrscheinlich auch sehr schwer. Im Verhältnis. Aber ist okay. Ah, warte mal, wir schmeißen ihr mal was zu fressen raus. Denn, was wollen wir denn heute machen? Wir wollen heute eigentlich zu Truhala hier hin. Oh Gott, ich bin gespannt, ob wir das überhaupt hinkriegen mit ihr. Komm, friss. Aber geil ist das Ding ja, ne? Komm, Mäusle. Bist du fit? Dann lass uns mal hier Truhala markieren. Da. In die Richtung. Ah, das Ding ist schon geil. Okay, sobald sie aufsetzt, lädt sie wieder nach. Kann sie auch schnell fliegen? Na, schnell ist relativ... Also beschleunigen kann sie nicht wirklich. Truhala ist irgendwo da drüben. Ach, ist das cool, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Wir müssen uns... Eigentlich müssen wir uns mal... unsere neueste Errungenschaft müssen wir uns mal angucken. Ist das cool, oder? Also mal ohne Scheiß. Wie geil sieht die denn aus? Okay, cool. Komm, wir fliegen ja weiter. Aber mit dem Ding kommst du deutlich schneller durch die Gegend. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind, glaube ich, hier, oder? Wir müssen ein bisschen mehr in die Richtung. Die Flügel sind so gut gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn da nochmal rüber? Achso, wir können fliegen. Ich muss mir gar nicht so einen Kopf machen. Aber irgendwo da wäre gut. Da ist es nämlich nicht so weit. Wir stürzen uns hier mal runter.
Ach, guck mal, du kannst mit ihr mal so ein bisschen in Auf- und Abbewegung fliegen. Ach, nice. Ist das geil. Ey, das macht ja richtig Fetz. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir irgendwo darüber kommen, ohne dass wir... Ich habe ja so Angst, dass wir sie irgendwo verlieren unterwegs. Muss ich sagen. Nein, hau ab. Haben wir sie abgeschüttelt? Glaube ich. Oder? Ja, wir haben sie abgeschüttelt. Ey, wie geil. So, lass mich mal kurz auf die Map gucken. Wir müssen irgendwie in die Richtung. Ist das geil. Es macht echt Fun. Ich meine, damit kommst du mal an Stellen, wo du wahrscheinlich sonst nicht so ohne weiteres hinkommst. Ich muss nur unheimlich aufpassen, dass wir nicht irgendjemanden zum Opfer fallen hier. Ja, du reitest sie aber auch mehr, als dass du mit ihr fliegst, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Boah, keine Ahnung, ob wir da hochkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen nur gucken, dass wir immer irgendwo landen können. Oh, die Lenkung, ey. Ihr müsst das Ding unbedingt fliegen. Das macht so Gaudi. Das ist ja geil. So, lass uns mal hier kurz gucken. Wir müssen also tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Oh Gott. Ist das übel. Ich bewege mich hier wie auf heißen Kohlen. Ich sag's euch. Aber geil ist es, oder? So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo müssen wir denn hin? Ah, wir müssen mehr in die Richtung. Ich habe immer irgendwie Angst, dass uns irgendwas gleich überfällt. Sehe ich die Hütte schon? Nee. Okay, jetzt gucken wir mal. Irgendwo da vorne. Hm. Jetzt überlege ich nur gerade, wohin wir fliegen wollen. Oh, da vorne irgendwo. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier nirgendwo blöd... Oh ne, wie sowas zum Beispiel. Wo bin ich jetzt? Okay, das hat doch ganz gut geklappt. So, hallo, Truhala.
Ich bringe dir den Fangzahn der Spinnenmatriarchin. Bitteschön. Oha. Das ist alles? Ich hatte da an eine Belohnung gedacht. Okay, größeres Gesundheits... Was? Narrenbräu. Was zum Teufel ist Narrenbräu? Das klingt ja interessant, okay. Gewiss. Eine adäquate Kompensation für die triviale Aufgabe, der du dich widmen sollst. Wenn du einige dieser Tränke brauchst und mir bringst, kann ich eine Rüstung mit heiligen Schaften machen. Okay. Gucken wir mal, was gibt's denn hier? Maske des Heilers. Was kann die denn? Kälteschutz 6, Schutz 5. Erlittener Schaden durch Gift. Oh, die sieht aber auch geil aus, oder? Nee. Warte mal, wir gucken mal kurz in den Kodex. Ein Rauschmittel mit unvorhersehbarer Wirkung. Keiner weiß genau, wie die Destillation abläuft, wodurch jede Charge stets instabil ist. Okay, das ist natürlich schön. Ja, nice. Aber sie hat uns jetzt keine neue Aufgabe gegeben, wenn ich das richtig sehe. Nein, das ärgert mich ja jetzt ein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir haben es schon fast durch, ne? Also klar, diese Rüstung wäre jetzt natürlich noch interessant, dem Grunde nach. Aber ich überlege tatsächlich, ob wir pausieren wollen. Aus dem ganz einfachen Grunde, ich hätte natürlich auch mit dem nächsten Update gerne noch was zu tun. Und man kann hier natürlich mit der Rüstung auch direkt mal anknüpfen. Hau mal ab. Ist sie noch da? Ne, ich glaube, sie will nichts mehr von uns. Ja, das wäre nämlich dann natürlich jetzt die Frage, wie wir es machen, weil... Ja, ich will eigentlich noch gar nicht aufhören. Auf der anderen Seite denke ich mir, es wäre wahrscheinlich schöner, wenn wir auf das nächste Update warten. Aber die Rüstung ist auf jeden Fall nochmal auf jeden Fall. Die Rüstung ist auf jeden Fall begehrenswert. Ich finde, die sieht alleine schon geil aus, optisch. Ey, man muss mit dem Teil aber schon aufpassen. Mit rumfliegen hier. Man muss das echt ein bisschen üben. Aber es ist irgendwie macht es echt Fun. Boah, die verbrät aber echt eine Menge Energie, ne? Also die Stamina, die tickt echt schnell runter. Wahnsinn. Aber das Flugding ist der Knaller. Ohne Scheiß. Kommen selbst diese Echsen nicht nach oder der Gecko. Das finde ich ist ja auch der Knaller. Der denkt sich bestimmt auch, schade. Ein Doppelleckerli. Nicht nur die Libelle, sondern auch jemand, der drauf sitzt. Ach, cool. Oh, wir machen uns hier mal vom Acker.
Ey, ist das geil, oder? Mit dem Ding kannst du echt voll heizen. Ist das cool. Also ich muss sagen, das Ding macht richtig Spaß. Hey, yo, Kipperle. Kaum war ich da, bin ich wieder weg. Ey, mega gut. Ja, das habt ihr euch so gedacht. Ey, das macht so eine Gaudi. Also ich kann es euch nur empfehlen. Macht euch diese Libelle. Mega gut. Das macht so Bock. Ich glaub's gar nicht. Wie gut ist die Idee, bitte? Wo zum Teufel ist denn hier der Fahrstuhl? Mal kurz einen Blick auf die Map. Wir sind hier. Ja, ich glaube, wir müssen einmal noch ein bisschen rumfliegen. Ah ja, da ist es. Nice. Ey, die sieht auch so gut aus. So, lass uns mal hier hochfahren. Ich will den Baum für mich beanspruchen. Und du könntest mir auch noch schnell den Heißluftballon holen. Dankeschön. Mega gut. Aber schön gemacht ist sie, ne? Wirklich sehr schön gemacht, das Modell. Auch mit den Beinen. Boah. Mega. Ich flipp echt aus. Gefällt mir noch mit am besten von den Reittieren, die man haben kann. Nein. Hey. Was machst du denn, du Hirn? Ey, den Fahrer kannst du aber auch nichts heißen, ne? Ey, mit dir haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen, Freundchen. Ich hau dir auf deine leuchtenden Fühler. So. Ach, zum Glück ist sie da. Guck mal, da kannst du nämlich auch endlich mal alles von oben sehen. Ist das geil. Ja, liebe Leute, wie machen wir es? Ich würde sagen, wir machen hier wirklich eine Pause, bis das nächste große Update kommt. Damit wir, wie gesagt, auch noch was von der Rüstung haben, die wir jetzt machen können. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich hätte gern weitergespielt, aber die Early lässt uns einfach noch nicht. Aber es hat mir super viel Spaß gemacht und vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank an euch für die ganzen Kommis. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Game wieder dabei und unterstützt mich tatkräftig. Ansonsten wünsche ich euch natürlich eine tolle Zeit. Bleibt mir gesund. Genießt es vor allem. Bis gleich zum nächsten Game.